Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Praxis-Workshop auf unserem YouTube-Kanal von Ovango Media Network. In der heutigen Ausgabe geht es um den Rollladen Gurtwickler Schellenberg Rollo 3 65 Premium. Für eine Gurtbreite von 23 mm ausgelegt, kann der Rollo 3 mit einem Drehmoment von bis zu 10 Newtonmeter Rollladenflächen von bis zu 6 Quadratmeter bei Kunststofflamellen und bis zu 3 Quadratmeter bei Aluminium- bzw. Holzlamellen sicher öffnen und schließen. Die Bedienung ist sehr einfach gestaltet und kann manuell per Automatikprogrammierung mit einem Funkhandsender über das eigene kompatible Smart Home System oder Systemen von Abus, Paulmann, Steinl oder auch Telekom Magenta gesteuert werden. Für Letzteres gibt es von Schellenberg auch einen separaten USB-Funkstick für die Telekom Magenta Homebase. Dranbleiben lohnt sich. Wir zeigen euch in unserem Workshop nun den Um- bzw. Aufbau im Detail. Beginnen wir unseren Workshop nun mit dem Ausbau des alten mechanischen Gurtwicklers aus unserem Demo-Element. Und das haben wir hier. Ich stelle es mal auf den Tisch rauf. So, dann können wir uns das nämlich auch besser vorstellen und ich kann es besser aufzeigen. So, das hier ist dieser alte mechanische Gurtwickler. Der Rollladen ist komplett abgesenkt und damit der Gurt auch schon entspannt, sonst könnte man den Ausbau gar nicht richtig vornehmen. In der Regel ist es so, dass man zwei Schrauben zu öffnen hat und dann kann man diese Wickelkassette auch komplett aus der Wandschachtung herausziehen. Und das machen wir jetzt einfach einmal. So, und dann seht ihr schon, das ist der alte mechanische Gurtwickler. Der hat hier so eine Federdose und da ist der Gurt mehr oder weniger lang aufgewickelt. So, und der hat hier schon noch eine gewisse Grundspannung. Und da gilt es jetzt tatsächlich, am besten Handschuhe anziehen, dass man den Gurtwickler hält und gleichzeitig auch diese Wickeldose möglichst fest in den Griff bekommt und festhält, weil da ist teilweise richtig Dampf drauf. Das heißt, der ist teilweise so vorgespannt, dass wenn man da nicht aufpasst, da kann schon einiges passieren. Also Handschuhe an, kräftig festhalten und dann können wir hier diese Klemme öffnen, die hat so Dorne dran, die auf den Gurt zwicken und dann lässt sich der Gurt rausnehmen. Also zuerst festhalten, dann öffnen, nicht das, was passiert. Dann ziehen wir den Gurt mal raus und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier Stück für Stück vielleicht mit beiden Händen hier die Spannung langsam lösen und dann schauen, dass wir die Federspannung hier aus dieser Dose rauskriegen, dass da ja nichts passiert. Also wen das schon mal durch die Finger gedüselt ist, der weiß, von was ich spreche. So, damit haben wir den Ausbau auch schon erledigt und jetzt schauen wir uns einfach mal den neuen Schellenberg Rollo 3 65 Premium an, was wir in der Packung so alles finden und dann können wir ihn theoretisch ja auch schon gleich mal wieder einbauen. Also, Packung auf, ich drehe das Ganze mal um hier an der Stelle, so, und da sehen wir schon einmal das Handbuch. Das Handbuch ist sehr, sehr ausführlich, es ist gut bebildert und die wirklich wenigen Schritte, die da zu machen sind, von der Montage her, später dann auch die Einrichtung und Programmierung der Schaltzeiten, ist durch diese Bildchen sehr, sehr gut gemacht. Respekt an der Stelle, also da sollte jeder ohne weiteres damit zurechtkommen. Dann haben wir einmal den Gurtwickler als solches, oben haben wir den Gurteinlass, hinten haben wir eben entsprechend die Wickelvorrichtung und Motorgetriebe, Elektronik ist hier auch sehr, sehr kompakt verbaut. Was haben wir noch? Ein Netzkabel natürlich, das wir in unserem Fall jetzt dann nicht benötigen, weil ich habe keinen Gurt, den wir dann, keinen Rollladen, den wir aufwickeln können und ein bisschen Zubehör ist hier auch noch mit dabei. Das heißt, ich lege jetzt die Verpackung auch gleich mal wieder zur Seite, dann geht uns die nicht im Weg um. So, und dann können wir auch schon beginnen. Das heißt, im ersten Schritt werden wir jetzt den Umbau vornehmen. Das heißt, wir bereiten
den RoloDrive 65 vor und können ihn dann für die Gurtwicklung direkt verwenden. Der erste Schritt für die Montage ist, dass wir den RoloDrive einfach mal trocken in die Wandausschachtung einsetzen. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Je nach Rollladengröße und Fläche ist die Gurtlänge auch unterschiedlich. Ob es ein Fenster ist, ob es eine Tür ist und so weiter. Es kann also bei euch sein, dass der Gurt hier einen halben Meter raussteht oder einen Meter, nachdem er abgewickelt wurde. Aus dem Grunde werden wir den RoloDrive jetzt einfach mal einsetzen. Und für uns wichtig ist jetzt die Unterkante des Gehäuses. Und dann nehmt ihr einen Meterstab oder einen Rollmeter oder was passendes. Und für uns ist jetzt wichtig, dass wir 20 cm ab Unterkante Gurt noch überstehen lassen und ihn dann abschneiden. Das hat den einfachen Grund, dass die Aufwicklung innen im RoloDrive auch nur begrenzt möglich ist. Das heißt, wenn wir da ewig lang Gurt übrig hätten, den wickelt der natürlich auch mit auf und dann muss er aber noch den kompletten Rollladenfahrweg auch noch drauf wickeln. Deswegen gilt hier das Maß 20 cm unterhalb der Kante, den Gurt abschneiden. Und dann sind wir auch schon auf der sicheren Seite. So, im zweiten Schritt kommt auch gleich, ja. Im zweiten Schritt legen wir so gut 2 cm, legen wir nach innen um und halten das auf der Rückseite fest. Und jetzt gehen wir her mit einem scharfen Messer, besser ist eine scharfe Schere, und schneiden hier mittig in den Gurt ein V ein. Das heißt 45 Grad Winkel so, 45 Grad Winkel so, ungefähr 5 mm, 6 mm hoch schneiden wir so ein kleines V-Stück aus dem Gurt heraus. Das hat für später folgende Bewandtnis. Ich klappe das mal wieder auf und durch diesen V-Schnitt entsteht hier ein Loch im Gurt. Und dieses Loch brauchen wir zur Befestigung. Also, wenn ihr diese Einkerbung fertig habt, dann können wir den RoloDrive wieder rausnehmen. Und bevor wir jetzt weitermachen, wird jetzt die Netzleitung montiert. Und da bitte, wer sich zutraut, solange es nicht eingesteckt ist, logisch muss ich jetzt glaube ich nicht darauf hinweisen, haben wir hier 2 Kabelenden, Schutzleiter brauchen wir bei Kunststoffgehäusen nicht. Wir haben einmal braun die Phase, einmal blau den Nullleiter. Entsprechend richtig gepolt setzt ihr das da unten in die Kabelführung in die Lüsterklemme ein, schraubt es fest und wenn das passiert ist, dann zieht ihr das Kabel mit ein klein wenig Luft und liegend in diese Kerbe, in diesen Schlitz hier rein. Und am Gehäuse selber dreht man es um 90 Grad auf längs, dann kann es nämlich hier auch noch innen eingefahren werden und das Ganze sieht dann praktisch so sauber verlegt aus und das Netzkabel kommt unten am RoloDrive raus und da kann es später dann auch in Betrieb genommen werden. So, wenn das passiert ist, dann kommen wir zum ersten Bauteil, was hier mit dabei ist, und zwar dieses kleine gebogene Kunststoffteil. Das ist nämlich die Abdeckung für den Netzanschluss. 2 Schräubchen sind hier mit dabei, reingedreht und schon ist das Ganze wieder abgesichert und es kann nichts mehr passieren. Ich nehme es jetzt mit Verlaub wieder weg. Wie gesagt, wir brauchen fürs Demo jetzt hier den Netzanschluss nicht und den Strom. So, und wenn das Kabel dran ist, dann kommt der nächste Schritt. Jetzt führen wir den Gurt ein. Und dann bitte darauf achten, folgerichtig, dass er nicht verdreht ist. Wir führen den Gurt unterhalb der Kunststoffrolle in den Schlitz ein und dann läuft er hinten nämlich ins Aufwickelgehäuse. So, und da kann man, wenn man umdreht und einfach mal ein Stückchen weiterschiebt, dann sieht man im Idealfall, so wie hier jetzt, kommt er oben raus. Und hier haben wir ein großes Zahnrad und in der Mitte ein kleines. Sollte sich der jetzt irgendwo da verwurzeln oder in die falsche Richtung laufen, korrigiert es. Zieht ein Stück zurück, Schraubenzieher oder was, ein bisschen die Richtung vorgeben, wieder reinfahren, dass er oben rauskommt. Und das hat den Sinn, weil die Wickelrichtung von oben nach unten ist, also deswegen muss er oben rauskommen. So, jetzt sehen wir hier so einen kleinen roten Bügel. Ich ziehe den mal raus. Das ist so ein Plastik-U, ein bisschen filigran, also vorsichtig mit umgehen. Das ziehen wir raus und hier oben, wo der weiße Punkt ist, der Kunststoffpunkt, da sind 2 Schlitze, da steckt man den vorsichtig rein und
Ups, nochmal, da stecken wir den vorsichtig rein und drücken jetzt hier ein wenig drauf. Und man hört schon, ich halte es mal ans Mikro hin, hier können wir das Getriebe aushebeln. Das heißt, wir trennen das vom Motor und dann können wir nämlich dieses Zahnrad hier hinten so lange drehen, bis der Dorn auf der inneren Welle, ist so ein kleiner Mitnehmerdorn, bis der nach vorne zu uns rausschaut. Und dann können wir hier hinten wieder auslösen, nehmen wir den Klammer mal raus und jetzt können wir den Gurt eben entsprechend unten einhaken und hier vorne ein Stück ziehen und dann schlürft der über diese Nase, über diese Mitnehmernase hier, schlürft er drüber und sitzt drauf. So, das ist aber noch nicht genug an der Stelle, sondern jetzt müssen wir den Dorn hier dieses U nochmal einführen und nochmal drauf drücken. Und jetzt können wir hier so mit dem Fingernagel oder mit dem Schraubenzieher oder was auch immer das große Zahnrad nach unten drehen. Wir sehen dann, innen fängt er an, den Gurt aufzuwickeln. Und das Ganze machen wir mindestens eine Umdrehung, besser eineinhalb, dass der Gurt sicher drauf sitzt und nicht mehr von diesem Dorn runterflutschen kann. Wenn das erledigt ist, nehmen wir hinten die Klammer wieder raus und sichern sie hier vorne praktisch wieder in dieser Vorrichtung. Na, jetzt mag er nicht, warum auch immer. Jetzt da. So, und damit wäre der Gurt jetzt schon mal, und hier kann man jetzt anziehen, man merkt, der ist jetzt wirklich fest verbaut drin. Und jetzt können wir den Rolodrive hier wieder einsetzen, komplett. Dann die zwei langen Schrauben, nochmal raus. Ich habe noch was vergessen, und zwar ist hier noch die Abdeckung hier für den Gurtwickelschacht, das heißt die Nase nach oben einführen und unten klack macht es einmal und dann ist das sauber verschlossen. So, jetzt passt's. Jetzt können wir ihn einsetzen, einbauen und dann die zwei langen Schrauben oder die alten, die ihr noch hattet, wie auch immer, eine unten, eine oben neben dem Gurt hier entsprechend. Wenn das fertig ist, kommt hier unten diese Abdeckung drauf, die setzt man auf, schiebt sie hoch, die klackt einmal und an der Stelle ist der Rolo 365 jetzt zumindest mechanisch entsprechend verbaut und jetzt kommt es an die Einrichtung des oberen und unteren Endpunktes und dann im Weiteren auch die Programmierung von Automatik. Nach der vollständigen Montage muss man jetzt noch die beiden Endpositionen für unten und oben festlegen bzw. programmieren. Im Handbuch ab Seite 25 findet ihr die genauen Anweisungen dazu. Das geht aber jedoch auch ganz einfach, auch wenn wir euch das hier jetzt nicht live im Studio an dem Demo-Element zeigen können. Grundsätzlich geht man hier aber wie folgt vor. Beide Tasten, also die Auf- und Ab-Taste für mindestens 2 Sekunden drücken, dann die Taste auf bis knapp unter oberste Position. Das heißt, ich drücke jetzt hier so lange drauf, bis der fast ganz oben ist, dann auslassen, dann mit kurzen Tippen bis zur Endposition fahren. Das heißt, ihr habt vielleicht so Nasen oder eine Anschlagschiene dran, bis die wirklich am Mauerwerk oder am Aufsatzkasten ansteht. So lang tippt ihr dann mit der Nach-Auf-Taste, bis die Position erreicht ist. Dann wieder beide Tasten kurz drücken und innerhalb von 4 Sekunden die Auftaste einmal drücken. Und damit weiß der Rolodrive, wir sind nach oben gefahren, jetzt stehen wir oben und das soll er als obere Anschlagsposition jetzt auch verwenden. Und das gleiche Prozedere geht natürlich auch für unten. Wir sagen jetzt einmal auf Abtaste kurz drücken, Programmiermodus einschalten. Dann drücken wir die Taste für unten und fahren so lange runter, bis wir kurz vorm kompletten geschlossenen Rollladen sind. Lassen aus, dann noch die letzten Zentimeter oder Millimeter hintasten und wenn das erreicht ist, wieder die beiden Tasten für 2 Sekunden drücken und innerhalb von 4 Sekunden einmal sagen, jetzt bist du unten, die untere Taste. Und das war es auch schon mit der Einstellung der Positionen
und der Anschläge, wie man sagt, für oben und unten. Und mehr brauchen wir jetzt im Prinzip erstmal gar nicht machen. Wer den Rollo 365 dann automatisieren möchte, das heißt, wann er in der Früh hochfahren soll, wann er runterfahren soll und all diese Dinge, das ist im Handbuch ab Seite 32 beschrieben. Das können wir jetzt hier auch in Ermangelung eines kompletten Rollladens nicht nachvollziehen, aber das geht im Prinzip genauso einfach und jeder von euch hat auch andere Schaltzeiten, die er da gerne programmieren möchte. Also insofern ab Seite 32 könnt ihr das für euch entsprechend programmieren. So, zum Rollo 365 Premium gibt es aber noch zahlreiches und auch praktisches Zubehör. Hier ist vor allem der Sonnen- und Dämmerungssensor zu nennen, der eine automatische Beschattung und das Schließen des Rollladens bei Dämmerung vollautomatisch durchführt. Zusätzlich gibt es verschiedene Funkhandsender mit entsprechenden Funktionen und einen mit LCD-Display sowie auch eine Unterputz-Zeitschaltuhr mit Tastensteuerung für den Auf- und Abbetrieb. Die kann man irgendwo im Raum dann entsprechend anbringen und zur Steuerung verwenden. Der Rollo Drive ist funkseitig direkt mit dem Schellenberg Smart Home System kompatibel und kann hierüber vollständig bedient und gesteuert werden. Darüber hinaus ist er auch kompatibel zu Smart Friend Systeme von zum Beispiel Abus, Paulmann und Steinl. Über einen speziellen USB-Stick, und den haben wir hier auch, den schauen wir uns mal ganz kurz an, kann der Rollo Drive auch am Magenta Smart Home System und damit im Verlauf auch dann mit einer App-Steuerung bedient werden. Und die Installation ist genauso einfach. Es gibt hier einfach diesen einen USB-Stick und wer eine Telekom Magenta Homebase, Homebase 2 zu Hause hat, der weiß vielleicht, auf der Rückseite sind zwei USB-Buchsen. Wir nehmen den Stick. Ich sage jetzt USB-Port 1, zack, steck den da entsprechend rein. Es dauert einen kleinen Moment, bis der in der Smartbase installiert ist und über diese kann man ihn dann konfigurieren und für die Steuerung des Rollo Drives letztendlich dann auch gleich verwenden. Das ist mal ein sinnvolles Zubehör und erweitert die Möglichkeiten natürlich ungemein. So, per App kann man dann auch über die Smart Home Base entsprechend die Schaltzeiten, die man benötigt oder haben möchte, einrichten. Unser Fazit an dieser Stelle, der Rollo 365 Premium ist der ideale Ersatz für einen mechanischen Gurtwickler und wie ihr gesehen habt, mit wenigen Handgriffen auch installiert und komplett eingerichtet. Mit seinem 10 Newtonmeter starken Antriebsmotor schafft er spielend leicht Lamellenflächen von bis zu 6 Quadratmeter, je nach Material. Im Einbauschacht verbaut benötigt der Rollo Drive nur eine 230 Volt Steckdose in der Nähe. Der Preis für den Rollo 365 liegt bei um die 170 Euro. Für den Dämmerungssensor müsst ihr nochmal ca. 10 bis 12 Euro investieren. Die Einrichtung der oberen und unteren Endpositionen kann ganz einfach über die Bedientasten vorgenommen werden. Die Bedienung selbst erfolgt dabei entweder per Tastendruck, eine eingerichtete Zeitsteuerung im Rollo Drive, mit einem Fernbediensender oder über eine entsprechende Schellenberg-Steuereinheit. Zudem ist die Steuerung per Smart Home und Smartphone-Systeme von Anbietern wie Abus, Steinl und Paulmann möglich. Über einen USB-Funkstick für ca. 32 Euro ist auch die Anbindung an die Telekom Magenta Homebase und die Bedienung über die Magenta App dann ohne weiteres möglich. Wir freuen uns, wenn euch dieser Praxis-Workshop gefallen und auch geholfen hat und wir euch die Funktionen und Möglichkeiten des Schellenberg Rollo 365 Premium verständlich erklären konnten. Solltet ihr Fragen und Anregungen zu einem der Punkte, zu den Funktionen oder des Rollo 365 an sich haben, so schreibt uns diese doch bitte in einen kurzen Kommentar zum Video. Herzlichen Dank auch für einen Like und ein Kanalabo.
Klickt einfach zusätzlich auf das Glockensymbol, um jederzeit aktuell zu bleiben und zu neuen Workshops und Videos von uns sofort informiert zu werden. Also, bis zum nächsten Besuch auf unserem Videokanal. Bleibt interessiert und gesund und empfehlt uns sehr gerne auch bei Freunden und Bekannten weiter. Wir sehen uns. Herzlichen Dank.